Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das drauf ist. Ich hoffe nicht. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Armageddon, Blattgrün, wie auch immer. Kuckuck! Weißt du gar nicht, wie ich das benannt habe? Ich habe es auf jeden Fall schon mal benannt. Du warst gerade dabei, dir im Panzer Ehren zu fangen, habe ich das in der richtigen Erinnerung? Es will aber nicht! Und ich, ja, ich will hier, Arschloch, Bob schlagen, aber sein Porygon 2 hat mich ja letztes Mal zerbumst. Dieses scheiß Panzer Ehren. Es kann also sein, dass ich hier jetzt eventuell noch ein bisschen länger... Ach stimmt ja, Leiter... Jetzt habe ich mir das schon wieder nicht durchgelesen. Ich krieg das nicht hier rein. Ich weiß, ich muss dazu sagen, wir sind ja im Fight. Ich weiß null, wo ich bin. Was? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin hier gegen das Panzer Aeron und ich weiß nicht, wo ich bin. Nein. Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, Porygon macht Schwertanz und ich weiß, das Ding kann Hyperstrahl. Ach komm, scheiß auf Panzer Aeron, jetzt reicht's mir hier. Kaputtgeschlagen. Ah, ich bin im Felstunnel. Ah, ich muss mir mein Team noch mal angucken. Stimmt, du bist in den Dreckstunnel schon reingelaufen. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht. Ja, scheiße, das Porygon kriegt mich in 10.000 Jahren nicht durch. Das one-hitted mein Nidoking mit dem... Darf ich mal übrigens eine kleine Anmerkung machen, was mir letztens noch auffiel? Dieser Hack hier, das ist ja eigentlich die Version für den Regi-Bang. Mhm. Regi hat allerdings noch eine einfachere Version gespielt. Das hier ist die Hardcore-Version. Die ist nochmal um einiges schwieriger, vor allem weil die Arena-Leiter jetzt alle 6 Pokémon haben. Bei Regi waren es ungefähr immer nur 3. Und ja. Toll! Oh, Timmas versucht Fuchtler zu erlernen, aber scheiße, Porygon hat den Gift nur von meinem Nidoking geklaut. Jetzt ist mein Timmas vergiftet. Timmas! Nein! Alter, das ist Kacke! Ich habe jetzt meinem Timmas Zerschneider beigebracht. Ich habe meine Erholung-Schnarcher-Kombo. Mein Einzige, was ich jetzt noch für Fuchtler vergessen lassen kann, ist Schlitzer. Oh. Aber Fuchtler ist auf lange Strecke. Fuchtler macht mehr Schaden. Beide haben eine Genauigkeit von 100, aber Fuchtler macht mehr Schaden. Ja. Aber Schlitzer hat den höheren Crit-Wert. Mhm. Und Fuchtler macht nach 3 Runden. Weißt du was? Ich lerne Fuchtler nicht, ich lasse Schlitzer. Weil du musst ja bei Crit doppelten Schaden berechnen. Ja. Fuchtler hat nicht so eine hohe Crit-Chance und macht mich nach 3 Runden verwirrt. Mhm. Ja, Fuchtler nicht erlernen. Tippler tut mir jetzt weh ein bisschen, aber. Jetzt habe ich Tibblers gesagt. Tripper? Oh Mann, das war das erste. Ich habe schon eins verloren. Jetzt bin ich vergiftet. Ein verkacktes Hytera. Level 58. Scheiße. Eieiei. Mein Magma stirbt schon wieder, ey. Magma. Ich weiß gar nicht, ob ich... Erinnerst du dich noch an den Kampf Magma gegen... Glurak? Ja. Alter, so episch, ne? Episch. Es gab keinen epischeren Kampf, der war so episch. Wobei Quappo. Lol, Kaltera ist mit einem Schlitzer Volltreffer. Siehst du, da sag ich es! Da! Mit Fuchtler hätte das nicht funktioniert! So. Nee, ich fand den Kampf Quappo gegen Glurak sogar eine Spur epischer, weil Glurak da einen starken Nachteil hatte. Ah, okay. Aber Magma und Glurak ist direkt auf Platz 2 dahinter. Hm. Mann, wenn man jetzt nur die Original-Pokémon-Serie bedenkt. Also ja. wenn ich an den Kampf Glurak gegen Mewtwo. Oder Glurak gegen Rihorn oder gegen Turtok aus Pokémon Origins bedenken, das, die Kämpfe waren wesentlich geiler. Das stimmt, das stimmt. Also wenn ihr Pokémon Origins noch nicht gesehen habt, gibt es auf Amazon Prime tatsächlich auf Deutsch, ich glaube auch in Japanisch. Unbedingt angucken, ist mega geil. Mhm. Erzählt quasi so nicht wie Ash und so bei Pokémon, sondern erzählt quasi aus der Sicht des Protagonisten aus Pokémon Rot und Blau. Wobei es halt tatsächlich rot ist. Alter, das Zwirklob lege ich auch gerade weg, weil es zurückschreckt. Sehr gut. Bis beste Attacke. Schreck nochmal zurück. Komm, du Feind. Nee. Die schrecken erst zurück und heilen sich damit Überreste. Jetzt hat er sich geheilt. Aber er ist tot, weil er sich gerade mit Supertrank geheilt hat. Und jetzt. Jetzt kommt das Voltenso. Das hat mich zerbrochen. Oh nein, ich habe meinen Bodentyp-Pokémon schon wieder verloren. Ah! Egal, er hat nur noch 2. Ich verlass mich mal auf Hundemon. Ich glaube, ich behalte Kramurx doch im Team. Das Ding macht so Schaden gegen Pflanzenpokes, ey. Da bist du aber auch die ganze Zeit immer hin und her, oder? Ja, ich wollte ja erst das Panzer Aeron haben, aber nee. Mach die Ratte Schutzschild. Das ist so eine beschissene Attacke, Alter. Ich hasse das. Schutzschild! Das würde ich auch niemals meinem Team beibringen. Das ist einfach nur dumm. Das ist Ausstollen. Und jetzt macht er wieder Fluchtwert. Ja. Yeah. Hier ist das blödsinnig, das stimmt wohl, aber in Online-Kämpfen ist das ja heute mache gang und gäbe. Wo hat der denn Kumu-Milch her? Als ob! Nein, jetzt bin ich paralysiert!
Ich hab Kubo Milch. Lecker Milch. Lecker. Auf Doppelteam zu machen. Ich treff den. Geil! Ja. Voltenso ist weg, hat nur noch eins. Lol, Damir Plex. Lächerlich. Lächerlich! Amateur! Das hau ich mit dem Schlitzer so weg. Ich wollte gerade sagen, Damir Plex ist doch der dumme Hirsch. Mhm. Pass auf, jetzt keine Ahnung, kann der keine Ahnung. Kraftreserve. Oh, ich hab Angst. Oh, ist sehr effektiv. Anscheinend ist eine Kampfattacke oder so. Das ist ungünstig. Scheiße. Haha, Damir Plex hau dich jetzt um. Lol, als ob der Voltackle kann. Ich steh noch mit 4 KP. Nice, Alter. Als ob der Voltackle kann. Mega gut. Was ist mit dem verkehrt mit dem Jungen? Ich hab nur Supertränke, das reicht vom Gegenheil nicht. Aber ich hab Erholung. Und der macht Top-Genesung, der Arsch. Da, Tränke. Gott, das hab ich auch alle hier für Scheiße dabei, ey. Jetzt macht er schon wieder Kraftreserve. Wenn das ein Volltreffer ist, ne. Skarabe. Komm hier, Schnarcher, Butz. Das ist so radikal mit den Überresten, einfach wie die sich gegenheilen können. Das ist. Oh. Das ist dumm. Boah, Alter, ich stehe schon wieder nur mit 4 KP. Was ist das? Oh oh. Ei, jetzt hat's mich ausgekotzt. Natürlich kann es Aero-Ass. Scheiße. Warum denn auch nicht? Es ist ja nur ein verkackter Hirsch. Als ob, ey. Funkensprung. Da müsste der Drops gelutscht sein. Nein! Wie viel hält das aus? Warum macht Kraftreserve so einen Schaden? Wird doch Beleber. Ja, wenn es effektiv ist, hast du ein Problem. Ja, siehst du, ich hab doch gesagt, ich muss nicht offscreen trainieren. Ich hatte nur eine scheiß Aufstellung am Anfang. Juhu! Allein den Donnerörden. Der Donnerörden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon ja der Flieger setzen. Du bist ein besonderes Kind, nimm das hier. Lol, der hat ja gar keine geilen Horns und Jokes. Affe. Ach du Scheiße. Wie lange wollen wir heute eigentlich Öff nehmen? Ich hab keine Ahnung. Solange bis wir keinen Bock mehr haben oder wir wieder Ostwind trainieren müssen. Also durch den Felstunnel kommst du durch. Wenn du das sagst. Ja gut, mein. Wenn du das sagst. Ja, wenn ich das sage. Vertraue dem Meister. Hab ich den scheiß Fahrradcoupon geholt? Doch, doch, ich erinnere mich. Ach scheiße, Funkensprung. Hab ich beim Schneiden noch gesehen. Pokémon Randomizer kommt übrigens sehr gut an. Mhm. Das ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Ich glaube, Part 3 kommt morgen. Ach doch, hat Montag angefangen, oder? Er hat Freitag angefangen. Nee, stimmt, Freitag angefangen. Part 4 kommt, glaube ich. Ja, richtig. Wir sind jetzt bei Part 3 und Part 4 kommt am kommenden Freitag hoch. Nee, kommt wirklich sehr gut an. Also, es ist immer schön, gerade diese Gruppenprojekte, die wir auch wahrscheinlich aus Spaß machen, wenn man sich die keiner angucken würde, einfach weil wir so viel Spaß beim Aufnehmen haben. Och nee! Ach komm, ey! Was ist jetzt passiert? Ey, das ist doch grenzbehindert! Weißt du, Scaraborn ist 49, gehorcht mir ohne Ende. Rossana habe ich mir durch Tausch geholt, ist 32, ignoriert meine Befehle. Also das ist doch ein Scherz jetzt! Nee, aber stimmt, nach Bob gehorchen die nur bis Level 30! Ja, komm Rossana, dann geh weg! Geh an! Ey, das ist doch scheiße! Das Ding, was wirklich mega stark wird, ey. Das gehorcht einem nicht. Ja, dann habe ich jetzt nur noch 4 Pokes im Team. Magma will ich nicht trainieren, obwohl Magma ist Feuer. Viele Pokémon, ich habe auch nur 4 im Team, also hör mal auf rumzuholen. Na komm, ich nehm Magma wieder ins Team auf. Du wurdest ausgetauscht, Rosana. Ja, Magma darf wieder reinkommen. Du gehorchst nicht, weg mit dir. Also, keine Pokémon tauschen, Leute, die gehorchen einem nicht. Ja, nee, nicht hier. Nicht hier, wo die schon bei der dritten Arena über 50 sind. Ja, ist doch scheiße. Gay! Oh nein! Nein! Oh Gott, ich hab Fehler gemacht. Okay, kann ich noch beheben. Oh Gott, ich muss ja echt sagen, ich feiere das gerade ein bisschen. Mach mir wohl klar. Keine Ahnung, du bist jetzt aus dem Feldtunnel raus und die nächsten Trainer sind Level 70. Schon voll Angst. Ja, ich bin mal gespannt. Es ist schön. Weißt du, ich kann drüber lachen, weil das betrifft jetzt gerade nur eine arme Sau. Wenn das beide betroffen hätte, wäre schlimmer gewesen. Ach, fick dich doch mit Brüller. Ja gut, dann hast du ja noch stärkeres Pokémon als Gegner. Warum macht er denn? Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Jawohl! Spiklop ist tot. Wo war ich gerade, bevor ich so
unhöflich unterbrochen wurde, genau. Ich war darüber am Reden, dass wir auch diese Projekte aufnehmen würden, wenn sie kaum einer gucken würde. Weil wir Spaß beim Aufnehmen haben. Nein, also, jetzt habe ich den falsch angeguckt. Feiern, dann ist es doppelt schön. Ja, auf jeden Fall. Kommt super an. Also das finde ich echt toll. Das gefällt. Scheiße, das Geilste war, ich war gerade vorhin noch mal in so einer Facebook-Gruppe, YouTube-Hilfe und so, wo Leute ihre Videos vorstellen können. Und Der Typ hat ein Video wohl über Twerken gemacht. Das Bild war einfach nur so eine Olle, die sich auf dem Bett geregelt hat und den halbnackten Arsch in die Kamera gehalten hat. Und fett drauf stand halt Twerken. Ich mir das angeguckt, der hat ja sich halt über das Twerken lustig gemacht. Wollte ich dem gerade auf Facebook dann drunter schreiben unter seinem Video, dass ich das Video gefeiert habe. Er lese ich nur von einem anderen YouTuber da drunter. Jetzt hast du schon mal einen Abonnenten, der dich nur hatet und disliked. 10 Minuten später. Oh, sorry, du machst dich aber Twerken lustig. Dann nehme ich's zurück. Oh Gott. Da habe ich drunter geschrieben, erst sehen, dann haten. Ja, so sieht's aus. Oder am besten gar nicht haten. Kritik, ja sagen, finde ich kacke, ja, aber dann geht doch woanders hin. Wohl wahr. Es ist ja keine Pflicht, sich das anzusehen. Ja, als ob Tim Asairo was kann. Nice, natürlich kann er das. Aber sonst kein anderer. Ja. Soll ich Schockwelle? Ich bring Schockwelle The King bei. Blablabla, bla, bla, komische Pfadfinderin. Lol, weißt du was mein... Da kam mein Videokick, Aquawelle, Wasser, Doppelkick, Kampf, viel Ender Käfer und Elektroschockwelle. Dafür verliere ich auch Hornattacke, weil viel Ender ist da wesentlich besser. Ja, hat zwar eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber ist episch. Ja. Und ich trainiere mein Magma weiter. Ich finde das auch so geil in der dritten Gen, wie die halt die TMs einsetzen. Ich konnte mir unter TMs nie was vorstellen, aber da das technische Maschine ist und dann so... Vor allem musst du dir vorstellen, schiebst du dem Pokémon die Diskette in den Schädel rein? Lern das jetzt! Ich hab Schaufler auch noch. Wem kann ich denn Schaufler beibringen? Immer so ein Videoking. Beide, die vom Attackenset her eigentlich schon gut sind. Warum kann Hundemund kein Schaufler erlernen? Das ist ein Hund! Ich hatte auch mal einen Hund, der hat auch gebuddelt. Der konnte auch Schaufler. Der war ein bisschen zu viel, als gut für ihn war. Oh lol, Doppelkampf. Oh fuck, Alter. Gift normal gegen Psychokampf. Matchup beste. Ja, okay, aber die sind vom Level niedriger als ich, also sollte dann eigentlich drin sein. Bin fast 20 Level über den. Ja, das ist. Wow, außerdem Schmusi. Ist viel Enderkäfer. Magma. Ich weiß, ich bin heute richtig gut drauf und hatte auch richtig Bock aufzunehmen. Das ist schön. Oh Gott, Vergeltung. Auf den Falschen. Ey, wenn der Tibas angegriffen hätte, wäre kaputt gewesen. Aber nein, der geht auf Nidoking, der dagegen auch noch immun ist. Ja. KI for the win. Das ist das Einzige, was an diesem Spiel einfach ist. Die KI in Kaizo war einfach nur... Die war toxisch. Der hat dich umgebracht. Die haben wenn du echt... gegengehalten hast, haben sie dich nochmal. In keinem anderen Pokémon-Spiel, in dem du paralysiert wirst, dann gegenhalts, machen die nochmal, weil du bist ja aus deren Sicht eigentlich verwirrt. Ich weiß auch nicht, wie der Ersteller von Kaizo das gemacht hat. Oh. Irgendwie musst du echt Respekt, ey. Da steckte sehr viel Arbeit dahinter, den Trainer zur Verzweiflung zu treiben. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt hat er einen Arcani und ich habe vorhin Aquawelle gelernt. Oh. Beleid, Arcani. Oh Gott, das macht ja fast keinen Schaden. Hallo. Ja gut, ich sehe auch gerade, ich habe mich verguckt, der ist nicht 36, der ist 46, der ist nur ein Level unter. Jetzt macht er schon wieder Brüller, was soll das? Mann, so wird Nidoking nie stärker. Und doch, er hat das Level abgemacht. Also haben beide Level abbekommen. Ich habe nichts gesagt. Flammenwurf! Jetzt tut's weh. Die Erlösung! Lass ich dafür Glut noch und mach Jaula weg? Ich lass Glut noch und mach Jaula weg, weil Jaula benutze ich eh nie. Ich hab eh fast nur Spezialdamage. Ja, dann. Ich habe jetzt auch übrigens die Tage nochmal einen Randomizer reingeguckt. Ich vermisse Flammenwurm ab Level 25. Wirklich sehr. das war dir so ein Lack, weißt du, von ein richtig starkes Spezialangriffsfeuer-Pokémon lernt seine beste Attacke so früh. Tell me more. Was ist gegen Bibo effektiv? Psycho. Ja, aber was mein Nidoking hat. Oh! Wow. Käfer nicht, Kampf auch nicht, Schockwelle auch nicht und Aquawelle macht fast keinen Schaden. Hm. Jetzt hat er noch Verfolgung gemacht. Alter, jetzt drehen sie aber auf hier, ey. Welchen Level? Ne, Level 45, aber das Yugong zum Beispiel konnte Eiseskälte. One-Hit-KO-Angriff.
One-Shotten, ey. Wenn die hier damit loslegen, ey.